Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine professionelle Ghostwriter-Agentur und dementsprechend möchten wir euch in dem heutigen Video einmal unsere zwei Kernbereiche vorstellen. Das Video lautet deshalb Wissenschaftliches versus Business Ghostwriting. Warum wir diese zwei Bereiche unterscheiden, ist ganz einfach, denn beide Bereiche haben ganz, ganz unterschiedliche Kriterien, nach denen unsere Ghostwriter gehen müssen. Und in dem Video heute stellen wir euch diese beiden Bereiche und deren Kriterien einmal gegenüber und einmal vor. Beim wissenschaftlichen Ghostwriting beschäftigen sich unsere akademischen Ghostwriter hauptsächlich mit den hier genannten Arbeitenarten. Das sind Essays, Exposés, das können Masterarbeiten, Mustervorlagen sein, Diplomarbeiten aller Arten, alle möglichen Formen von wissenschaftlichen Publikationen und so weiter. Dabei ist es natürlich wichtig, dass sich die Ghostwriter an eindeutige Kriterien halten und die wichtigsten davon gehen wir jetzt hier einmal durch. Zunächst ist es wichtig, dass ein methodisch begründetes Vorgehen vorliegt. Das heißt, es wird gezeigt, ob die Systematik aus eigenen Schlussfolgerungen resultiert und das Ergebnis oder aus einer anderen Quelle. Es wird objektiv geblieben und keine subjektive Bewertung vorgenommen, sondern wirklich nach wissenschaftlichen Kriterien gegangen und auch die Systematik der wissenschaftlichen Texte, also die Einordnung des Wissens aktuell im wissenschaftlichen Kontext und zwischen anderen Publikationen ist ganz, ganz wichtig. An all diese Kriterien halten sich unsere akademischen Ghostwriter natürlich. Weiterhin ist es wichtig, dass beim wissenschaftlichen Ghostwriting eine kritische Betrachtung auch der eigenen Thesen vorliegt, dass man sachlich und neutral bleibt und ganz, ganz wichtig natürlich, dass richtige Quellenangaben vorliegen und die richtige Zitationsweise vorliegt. Gegenüber zum wissenschaftlichen Ghostwriting haben wir nun das sogenannte Business Ghostwriting, wo es dann eher um Vorträge zu Fachtagungen geht, Informationsbroschüren, um Stellungnahmen, Präsentationen, Fachartikel, Analysen und so weiter. Beim Business Ghostwriting ist es meist ganz, ganz wichtig, dass mit den Informationen auch vertraulich umgegangen wird. Grundsätzlich ist bei all unseren akademischen Ghostwritern und natürlich auch bei den Business Ghostwritern Diskretion an erster Stelle. Das heißt, die Informationen werden bei uns bei GWriters immer vertraulich behandelt. Wichtig ist auch, dass man den Ausdruck etwas unterscheidet. Man muss sich nicht wie im wissenschaftlichen Arbeiten so sehr spezifisch ausdrücken, aber schon auf einem Business-Level. Sollte politisch korrekt bleiben, was unsere Business Ghostwriter eben auch tun und auf eine kurze und knappe, aber dadurch präzise und prägnante Ausdrucksweise achten. Weiterhin ist es wichtig, eine detaillierte Konkurrenzanalyse zu betreiben und teilweise eben zielgerichtete grafische Elemente mit in die Arbeit einzubringen und dementsprechend die Ergebnisse ordentlich und schmackvoll zu visualisieren. Ich hoffe, ich konnte euch dazu einmal das wissenschaftliche Ghostwriting dem Business Ghostwriting gegenüberstellen und etwas besser erklären, was die Kriterien unserer akademischen Ghostwriter und unserer Business Ghostwriter sind und freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.